Willkommen zurück bei Return of the Tentacle, der NRW bei 18 hier. Wir haben eine Werkzeugkiste auf dem Fuß stehen. Und wir können zu Hoagie wechseln. Der kickt das jetzt mal eben weg. Ja. Das hatte ich nicht bedacht. Jo. Toll. Und was jetzt? Damit wir Purpurs Plan, die Welt zu erobern, vereiteln können, werde ich jedem von euch eine Aufgabe erteilen, die ihr in der Vergangenheit ausführen müsst. Aber wie sollen wir denn alle in den Chrono Wash passen? Oh nein! So. Purpurs Miniaturisierer. Dr. Fred, Sie hätten mich wenigstens fragen können. Guck mal, wie klein er ist. Oh, Bernard ist ja wieder groß. So, Bernard, du musst in meinem Büro Purpurs Brief an die Wand hängen und den Wecker daneben auf 20 Uhr stellen, damit ich bereits gestern einen Plan entwickeln kann, um Purpur aufzuhalten. Okay. Laverne, du musst ein Lösungsmittel zusammenmischen, um gestern mein Labor von einem fehlgeschlagenen Experiment zu befreien. Was für ein fehlgeschlagenes Experiment? Es gab ein Problem mit meinem neuen Super-Duper-Kleber. Beim Explodieren. Na und? Das Lösungsmittel wirkt leider nur 20 Minuten, nachdem der Kleber mit Sauerstoff reagiert hat. Du musst dich also beeilen, sonst kann ich euch nicht vor Purpur retten. Und wie soll ich das Lösungsmittel machen? Hier hast du die Anleitung. So, Hoagie, deine Aufgabe ist es... Hey, Bernard, ich bin sogar ein klein größer als du. Was? Das ist unfair. Dr. Fred, schrumpfen Sie mich größer als Laverne. Maschine nicht. Dr. Fred, ich verstehe nichts. Ach, und das ist dann nicht unfair? Das wäre dann alles. Nochmal, was soll ich machen? Kurzfassung, das Schild an der Matschmaschine ist durch die Explosion weggeflogen. Bring das in Ordnung. Das hätte ich doch auch jetzt machen können. Du sollst es aber gestern gemacht haben. Hätte die Maschine funktioniert. Ja, totales Chaos. Okay, wir schwärmen aus. Ich gehe in Dr. Freds Büro, stelle den Wecker und hänge Purpurs Brief an die Pinnwand. Und ich versuche, das Lösungsmittel zusammenzumischen. Ja, aber das doch... Ich bin mit meiner Aufgabe gleich fertig. Mist. Doch nicht. Sollten wir... Na, okay. Karton, ja. Wahrscheinlich soll sie jetzt innerhalb der Zeit, bevor das jetzt hier wirklich feste wird und die 20 Minuten mit Sauerstoff reagiert, das lösen. Okay, wir schauen den Karton. Er ist fest zugeklebt. Ja, dann... Was da wohl drin ist? King, was willst du mir jetzt sagen, dass du keinen Karton aufkriegst? Er ist fest zugeklebt. Aha. Pfeil... Ich bin noch nicht stark genug, um das Schild rauszuziehen. Okay. Errungenschaft! Versuchen schadet nicht. Wie geil. Ich will nicht. Ich frage mich, wofür Dr. Fred dieses Gerät braucht. Ein Wasserhahn. Das ist Blödsinn. Geil. Wow, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, hat Dr. Fred sogar Strom. Zumindest solange sein Hamster kein Zombie ist. Was haben wir hier in der Werkzeugkiste?
Die können wir natürlich nicht anklicken. Natürlich das Offensichtlichste. Ah. Ob man nach einer Zeitreise auch sauber wieder rauskommt? Aha. Ich hätte die Zeitmaschine aus einer Harley gebaut. Boah, ne. Okay. Ich bin jetzt hier bei Hoagie geblieben. Heißt das, ich muss jetzt mit ihm hier irgendwie... Halloween? Das Monster stecke ich nicht ein. Ja klar, die Halloween-Party. Was glotzt du mich so an? Hier ruht Graf Dracula. Seine Knoblauchallergie wurde ihm nach 453 Jahren zum Verhängnis. Ist klar. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade, wirklich ganz minimal schade finde, ist, dass man hier im Prinzip genau die gleiche Story nochmal erzählt hat. Also bis jetzt jedenfalls. Dass wir halt von Bernards, Laverne's und Hoagie's zu Hause starten, ins Tollhaus fahren, dann da halt mehr oder weniger ins Labor, was zusammen, wieder eine Zeitreise und sowas alles. Aber ich bin trotzdem guter Dinge und gespannt, was kommt. Normalerweise gehört Bühnen rumtragen, aufbauen und abbauen ja zu meinem Job. Aber heute rette ich die Welt. Auf so eine mickrige Bühne würde ich nicht mal draufpassen. Stimmt leider. Restaurant. Ist klar. Erdnussbutter. 100 Gramm von Crunchmeisters Erdnussbrei enthalten 25 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Kohlenhydrate, 50 Gramm Fett und 176 Milligramm Magnesium. Das wird mit Sicherheit noch in irgendeiner Art und Weise wichtig. Der Grabstein ist hier besser aufgehoben. Boah, ne. Widerlich. Ungefähr so sieht's in der Kloschüssel aus, wenn ich am Abend vorher ein scharfes Chili gegessen hab. Ach, die Gedanken kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Die Kaffeekannen sind weg, so ein Dreck. Hier ruht Graf Dracula. Schon wieder? Seine Knoblauch auf den Grabsteinen steht ja immer der gleiche Text. Die gab's wohl im Zehnerpack. Cool, dass das erwähnt wird. Das Monster stecke ich nicht ein. Okay, das ist das Gleiche. Was haben wir hier drüben? Die Mikrowelle? Der Duke nimmt es mit jedem Eisberg auf. Ah, komm, ausprobieren. Auf die Schweinerei habe ich keinen Bock. Oh, schade. Wahnsinn. Ich hoffe, wir müssen den Hamster hin... nicht in die Mikrowelle stecken. Na, kennt ihr dann den Pulli noch? Ich hab nichts zum Trocknen. Ein Trockner. Ein Pümpel. Können wir alles nicht mitnehmen. Der pinke Schrank sieht aus, als kommt er aus der Hochzeitsnacht-Suite. Und ziemlich pixelig. Geh mal auf Seite. Ah, Schnur. Viel zu kurz, die Schnur. Das kann ich nicht. Dr. Fred hat die Teile für seinen Chronowash bestimmt von hier. War's das denn? Ja, das war's. Okay. Das Ding ist ja immer, wir müssen ja mit allen anderen Charakteren da wahrscheinlich auch noch hin und suchen. Steht jetzt alle? Lieber nicht. Nee. Das beißt mich noch. Ja, die Zähne kennen wir auch noch. Diese Zähne hätten George Washington bestimmt auch gefallen. Das fasse ich nicht an. Kann man die Augen essen? Das sieht lecker aus. Ich freue mich schon auf die Buffet-Eröffnung. Später. Okay. Buh. Momentan brauche ich kein Geistkostüm. Wie bitte sieht denn das hier unten auf dem Grabstein aus? Dieses Symbol hier, wie sieht das denn bitte aus? Eieiei. Mary! Hi. Nicht gesprächig. Laber nicht, Murray aus Monkey Island. Hey, willst du in meiner Band mitspielen? Dann eben nicht. Ach schade, das wäre jetzt der Hit gewesen, wenn sie den haben auch sprechen gelassen. Okay, wo ist Ted? Oh. Der Brustkorb würde ein tolles Xylophon abgeben. Das lasse ich hier. Falls mich die Polizei durchsuchen sollte, möchte ich nicht mit menschlichen Knochen in der Tasche erwischt werden. Okay. Strohhalm. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Strohhalm benutzt. Okay.
Der Grabstein ist hier besser aufgehoben. Schön, schön, schön. Der Grabstein ist hier. In die Lobby. Ach, da ist es ja. Das Ted. Was denn los? Ich brauch mehr Kraft. Wo gehst denn du trainieren? Du könntest nicht zufälligerweise das Schild in Dr. Freds Labor rausziehen, oder? Er sagt aber, er muss stärker werden. Vielleicht müssen wir ihn wirklich nur trainieren lassen. Und das, was wir in der Gegenwart hier gesehen haben, das waren die Überreste von dem Vogelbad. Cooles Vogelbad, Mann. Ich kenne Leute, die würden Kohlrabi essen, um ein Vogelbad wie dieses zu bekommen. Die essen sogar Rosenkohl. Im Müsli. Was dagegen, wenn ich mir das Vogelbad mal ausleihe? Jetzt bin ich schon wieder in der Vergangenheit, um Purpurtentakel zu stoppen. Voll ätzend hier. Aber was erzähl ich einer Mumie von Vergangenheit, was? Im wahrsten Sinne. Bis später, Kumpel. Okay, können wir hier sonst noch was mitnehmen? Er ist offen. Ja, und? Er ist offen. Okay, also niemand sagt, dass da nichts drin ist. Den Wagen kennen wir auch. Marv. Kann ich. Mach ich aber nicht. Das liegt schon seit Jahren hier rum. Das kann ich nicht. Aha. Er ist offen. Es riecht nach Benzin. Geil. Geil. Ah. Mit dem Strohhalm da was rausnuckeln. Das kann ich nicht kombinieren. Okay. Ich brauch kein Taxi. Auch wenn ich hier weg will. Na gut. Hinter dem Tollhaus haben wir aber nichts, außer dem Fluss. Boah, ne. Wahnsinn. Geil. Da unten ist Dr. Freds Geheimlabor. Schön, schön, schön. Da hinten waren wir. Echt geil. Na, geht da rein? Ja. Hier müsst du doch klar. Ne, Bernhard, genau. Und Bernhard, kommst voran? Da gucke ich lieber nicht zu lange hin. Ich klau dem Fred doch nicht seine Porträts. Da ist ein Safe hinter, Mann. Die Dinger konnte ich noch nie ausstehen. Die Dinger konnte ich noch nie ausstehen. Okay, dann schlupp. An die Pinnwand? Ich brauche einen Pin. Ach nö. Ich sollte den Alarm auf 20 Uhr stellen. Schauen wir mal, wie das hier geht. Dort hinten drehen und jetzt hier drücken. Fertig. Das war ja viel zu einfach. Oh nein. Oh nein. Klingt, als wäre er kaputt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, um Dr. Fred für 20 Uhr ein Alarmsignal zu stellen. Na toll. Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Er ist kaputt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, okay, um Dr. Fred für 20 Uhr ein Alarmsignal... Das stecke ich nicht in meine Tasche. Das stecke ich nicht in mein... Die Edisons sind immer noch besonders hässlich. Nein, 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 hier. Sieh es zu. Damit kann man gut Sachen öffnen. Und schnipp und schnapp und schnipp und schnapp. Sie ist leer. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Sarah? Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Das kann ich nicht benutzen. Die Schere da reinstecken, dann kann man es hier an die Pinnwand stecken. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Okay. Warte mal, was hatte ich denn Hogi alles? Der könnte ein paar Strohhalme zerschneiden. Naja. Laverne. Privat. Grün? Nein. Night of the Meteor, ist klar. Süß. Entwicklertreffen. Schau's dir an. Süß. Wieder eine Errungenschaft. Da ist ein Bild von Grün, da ist ein Star Wars Helm. Hier liegt eine Nintendo-Konsole. Auf Autorennspiele habe ich keine Lust. Da ist eine Bowlingkugel im Fernsehen. Die Bowlingkugel ist viel zu schwer für mich. Vielleicht kann Hoagie sie tragen?
Auf Autorennspiele habe ich keine Lust. Das ist das Mäuseloch, wo es im Finale durchging. Da ist die Zaubertinte. Ich mache die Anlage mal an. Ups. Das Ding ist ja irre laut aufgedreht. Süß. Halt, warte mal. Mach nochmal zu. Was ist das da oben? Nichts. Die roten Haare sehen toll aus. Ich glaube nicht. Schade. Wen haben wir hier? Sie ist zu. Sie ist zu. Hallo, ihr, den Automaten. Das brauche ich erst gar nicht zu versuchen. Spinat. Hoagie! Lass das mal den Hoagie machen. Hast doch viel zu zarte Hände für dieses Nordpolklima. Was? Stimmt ja. Man macht jetzt einen auf Popeye. Der Spinat ist tiefgefroren. Wie tauche ich den jetzt auf? Alter Schwede, hier hat sich nichts verändert. Ich will nicht. Da läuft nichts, was mich interessiert. Im Schrank? Das ist Blödsinn. Was haben wir denn hier sonst noch? Münze! Die Münze ist dreckig. Ein Loch. Kann ich. Mach ich aber nicht. Das ist Blödsinn. Ich will nicht. Ich komm nicht ran. Ja, mach die Tür zu. Ups. Eine stabile Gardinenstange. Da kann man bestimmt ein paar Kilo dranhängen. Echt geil. Okay, so langsam denke ich mir, dass ich mir was basteln muss, um für Hoagie... Kann ich. Mach ich aber für nicht. Für Hoagie ein Trainingsgerät zu bauen. So eine Bowlingkugel zu tragen ist fast wie Training. Aber nur fast. Bei mir brechen die Steuerknüppel immer ab. Welche Knüppel? Bei mir brechen die Steuerknüppel. Ich hätte Bock auf Night of the Meteor. Boah, ne. Wahnsinn. Was macht Hoagie? Ich mach das Timer an. Heftig. Er macht's auch wieder aus und Mist. Nun gut. Ich bin schon wieder mit Hoagie hier unterwegs. Da schon wieder dieser grüne Dunst. Bin mal gespannt. Ach, herrje. Hallo, Ed. Die Edisons sind nicht nur hässlich, sondern auch alle bekloppt. Hi, ich bin Hoagie. Wer bist denn du? Ed. Ed Edison. Bist du verwandt mit Dr. Fred? Hoagie, er ist mein Vater. Echt geil. Also die Stimme von Ed haben sie echt zu 100% getroffen. Mann, hier sind ja viele Pilze. Vertickst du die auch oder ist das alles Privatgebrauch? Diese Pilze haben für mich einen Wert, den es nicht mit Geld aufwiegen kann. Verstehe. Und der lispelt genauso süß wie damals auch. Und ich glaube, der ist total high von den ganzen Dämpfen der Pilze. Wie schmecken eigentlich deine Pilze? Meine Pilze werden nicht gegessen. Alles cool. Sehen eh nicht besonders lecker aus. Gut. Sehr gut. Mach's gut, du Freak. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Boah, wie das hier stinkt. Das glaube ich. Das ist Blödsinn. Kann ich hier immer noch das alte Maniac Mansion spielen? Ich will nicht. Ein Pin. Hey. Nimm die Finger da weg. Das muss alles schön sortiert bleiben. Der Pin scheint etwas Wichtiges festzuhalten. Auf jeden Fall weiß ich, wo ich jetzt den Pin herkriege. Das ist Blödsinn. Die Pilze brauchen bestimmt diese ganzen Geräte, um klarzukommen. So, versuchen wir es mal. Pixel Art. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Okay, bleiben wir im 21. Jahrhundert. Überwachungsraum.
Wo ist sie? Wo? Es ist fest verknotet. Von Hand kriege ich es nicht ab. Na, wer... Och, Edna. Die sieht ja aus wie Ted. Hallo, Mrs. Edison. Bernhard hat mir von ihrem Unfall erzählt. Blöde Sache. Guck mal, wir sehen ihn sogar. Oh Gott. Die sieht ja aus... Na? Es ist fest verknotet. Von Hand kriege ich... Ich hatte doch... Nein. Eine Schnipp-Schnapp-Schere. Und Schnipp und Schnapp und Schnipp und Schnapp. Ich guck hey, Moment, Hobby. Was geht? Wochenend-Kids. Ich verschwinde mal. Ciao. Ich hätte sie auch selber machen können jetzt. Moment, ich zeig dir, wie das geht. Cool. Oh, doch wieder zurück. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alten Damen die Seile wegnehmen. Und nu? Entschuldigung, aber es ging nicht anders. Wir brauchten das Seil, ach du Scheiße. Komm, und jetzt ist Bernhard hier weg. Nett. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zu langweilig. Viele Knöpfe und Schalter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein Edison. Genauso hässlich wie die anderen aus der Familie. Okay. Der Dachboden. Außer, dass die Stühle stehen, hat sich jetzt hier nicht wirklich was verändert. Okay, was haben wir hier? Jetzt sich... Ja, noch eine Bowlingkugel. Hogi! Zwei Bowlingkugeln zu tragen ist fast wie Training. Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Hm. Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich nicht... Warum nicht? So geht's auch, okay. Seil kurz. Das nenne ich mal ein langes Seil. Das kann ich nicht kombinieren. Das kann ich nicht kombinieren. Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Hm. Gut, Freunde. Haben wir auf jeden Fall viel Material für den nächsten Teil. Das war es erstmal heute mit Return of the Tentacle und das... Ja, wie gesagt, soll es erst einmal gewesen sein. Ich habe mich gerade wiederholt, ich weiß. Aber wir haben es auch schon spät, 2:01 Uhr, Sonntagnacht. Ich werde jetzt noch die drei Teile rendern. Dann ins Bett gehen. Heute im Laufe des Tages geht es auf der Modelleisenbahn weiter. Und ja, ich denke aber mal, am Abend werde ich dann hier wieder zu kommen, weiterzuspielen. Ich bin neugierig. Ich hoffe ja auch. Macht es gut, schlaft jetzt gut. Und dann sehen wir uns nachher im nächsten Teil wieder. Macht es gut, gute Nacht und NRWBoy18. Adieu.